Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin natürlich wieder Hot Sky und ich dachte mal, ich muss mit euch mal reden. Und zwar folgendes. Eigentlich sollten die Videos ja am Dienstag und Sonntag kommen. Nun sind die Videos früher gekommen. Kacke. Ich werde mich bemühen, dass ich meine Upload-Zeiten einhalte. Ich weiß auch nicht, warum da ich eine falsche Einstellung gemacht habe. Es ist nun mal geschehen und ich kann es gerade nicht ändern. Aber wie gesagt, offiziell sollten die Videos am Dienstag erscheinen. Dann die nächste Frage wäre, habt ihr Interesse, dass ich auch mal streame? Also streamen tue ich ja so oder so mal wieder. Aber ob ich das Modpack streame. Ja, einfach mal in die Kommentare schreiben und ist Kack da. Dann werden wir sehen, was ihr dazu sagt. Ob ihr Bock habt. Weil für die Leute, die das nicht sehen können, den Stream, würde das heißen, dass die ein, zwei Stunden Stream Wiederholung sehen können auf YouTube. Wie gesagt, wenn ihr darauf Bock habt, in die Kommentare und wenn vielleicht schaffe ich das auch, um eine Umfrage zu machen, damit ihr mir die Antwort geben könnt. So, jetzt mal, warum das hier so komisch aus, also so anders aussieht. Erstmal habe ich einen Shunk-Cube geöffnet. Hätte ich nicht tun sollen. Hat mir überall Spinnenweben hingehauen. Da sind noch welche. So. Ich hoffe, die habe ich jetzt alle weggenommen. Ich habe erstmal hier hinten eine kleine Plattform gebaut für die zukünftigen Shunk-Cube. Also, die sind ein paar Blöcke weit weg. Und ich hoffe, dass der Shunk-Cube in Zukunft dann auch nicht meine Welt zerstören kann. Beziehungsweise mir Sachen hinsetzen kann, die ich nicht haben will. Oder ich lasse das einfach. Das weiß ich noch nicht ganz. So, den können wir hier auch mal hochzüchten noch. So, das ist die ehemalige Holzplattform, auf der ich angefangen habe. Das ist deshalb keine Holzplattform mehr, weil ich mir einen Cobblestone-Generator gebaut habe. Und ich nicht wusste, dass Holz verbrennt in diesem Modpack. Ist also die halbe Plattform abgefackelt und ich durfte das Ding neu hinbauen. Hab auch schon eine Monster-Farm gebaut und dachte mir jetzt so, ich höre jetzt mal ein bisschen auf zu zocken, damit auch noch ein bisschen was mitkriegt. Allerdings habe ich auch schon was vorbereitet für das heutige Video. Das holen wir uns mal alles schnell. Ich will jetzt gern versinkte. Ach nee, ich muss ja erst. Ja, also wir werden auf jeden Fall die Schmelze aufbauen, weil ich habe mir wörtlich gesehen einen Tod gesiebt. Und dann dachte ich mir, machen wir heute mal ein paar Lootbags auf, um zu gucken, was da so noch drin ist. Ein paar habe ich schon aufgemacht, wie ihr seht. Und ein paar haben wir auch noch. Also voll fette Überraschung. So, eigentlich brauchen wir jetzt einen Eimer. Wie gesagt, ich produziere vor, aber ich lese allerdings auch alle Kommentare. Also müsst ihr euch keine Sorgen machen. Oder bauen wir einfach die Schmelze hier unten mit ran? Ist auch noch nicht gewachsen. Ach, das hat man davon beim Singleplayer spielt. Nee, ich werde mal sehen, dass ich die irgendwie unten hinbauen kann. Ja. Wenn man schneller sein will als das Wasser, dann war's das. So, jetzt habe ich natürlich keinen Eimer mehr. Doch. Aber einen Eimer braucht man nicht, weil Wasser müsste ja eigentlich jetzt da sein.
So, machen wir das nochmal. So. Schnell wieder hoch. Warum geht denn das Wasser nicht weit genug nach unten? Wenn ich das noch dreimal mache, dann war es das. So, wir nehmen uns. Ich lege gerade Eimer. Ja, wir nehmen einen Eimer mit, so. Dann können wir uns damit nämlich wieder. Ich habe da nämlich jetzt gerade so eine Idee. Dann nehmen wir uns ein bisschen Cobblestone mit. Und Fackeln bräuchten wir eigentlich auch noch ein paar. Muss mal gucken, ob ich noch ein paar Fackeln gebaut habe. Hier haben wir noch ein paar. Fackeln habe ich zu wenig. Viel zu wenig. So, eine Fackel. Ja, der Vorteil ist übrigens, wenn wir streamen, ist, dass ihr mehr mitkriegt vom Projekt. Und ich nicht so viel alleine bauen muss, ne? Dann könnt ihr mit dabei sein. So, jetzt wollen wir gucken, dass ich jetzt hier nicht an der falschen Seite runterspringe. E-Tod reicht mir. Sieht zwar nicht schön aus, aber muss erstmal so sein. Könnten wir uns ein Wand bauen. Die Frage ist, ob mein Homepunkt wieder funktioniert oder ob der immer noch nicht funktioniert. Er funktioniert einfach nicht. Ich sehe mich schon runterfallen. Komm, Wasser. Gut. Ich spring hier einfach rum. Das kommt einfach nicht runter. Ach nee, jetzt nervt es doch langsam. 8 Minuten, 9 Minuten und zweimal gestorben. Wundervoll, muss ich haben. Läuft einfach bei mir. Ich wusste schon, warum mit den Scheiß nicht mit. So, okay. Machen wir es anders. Das nervt mich langsam. Aber gut, wir haben es inzwischen Tag. Die Frage ist gerade, kriegen wir hin, eine Wendetreppe zu bauen? So, da wollen wir hin.
Sind positiv, ne? Oder kann ich da runterlaufen? Nee. Das wird zu tief so. Überlege gerade, wie wir jetzt da am besten hochkommen wieder. Und vor allen Dingen, warum das mit dem Homepunkt nicht funktioniert, nervt mich einfach voll. Später wegreißen. Dürfte jetzt hoffentlich reichen. Mal gucken wir mal. Den weg. Dass wir hier runterfallen wollen. Das reicht nicht, ne? So, hier machen wir jetzt. So, erstmal nicht schön aussehen. Wir machen definitiv noch was anderes dahin. Soll nur nützlich sein. Erstmal. Wie gesagt, wenn ich es nicht vergesse, dann verlinke ich oben eine Umfrage. Wollt ihr oder wollt ihr nicht? Und dann könnt ihr mir gerne eure Antwort geben. Wir nehmen es durch. Dann können wir uns ja in der Woche noch mal einen Tag überlegen, an dem wir den Stream werden. So. Jetzt bin ich noch gestorben. Jetzt müsste es reichen, um hier hoch und runter zu laufen erstmal. Ist zwar immer noch sehr gefährlich, aber es funktioniert. So, jetzt holen wir uns den. Könnte man das denn ein bisschen ungefähr. Nee, geht nicht. Ich wollte gerade sagen, können wir ein bisschen ungefährlicher machen, aber funktioniert nicht so wie ich will. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ist das Ding bereit. Das heißt, wir holen jetzt erstmal nochmal Cobblestone. Gibt's ja genug. Warum kriegt denn jetzt gehen? Mit dem Ärgern. Wie gesagt, 23. Und wir brauchen Wand. Ja, den können wir uns auch gleich mal machen. Eigentlich mehrere. Da habe ich noch einen. Eigentlich hatte ich ihn aus Loot wegbekommen. Da das was im Hintern. Ja. Müssen wir mal gucken. Hauen wir uns welchen aus. Eigentlich könnten wir uns aus Eisen, haben wir noch Eisen da? Ich weiß gar nicht mehr. Was ich überhaupt noch besitze. So, machen wir uns ein paar aus. Stein. Und dann. Ja. Da brauchst du nichts hinsitzen. Haben wir eine kleine Bauhilfe. Ja, und da unten kommt dann unsere Schmelze hin. Fast wieder runtergeschmissen. Runtergefallen. So, 23 hat gesagt, ne? Das heißt, wir müssen ab
müssen wir jetzt 23 rechnen. Gut, das müssen wir dann mal sehen. Wir können aber erstmal hier den Tick 23 anlegen, ne? Wenn wir uns einfach mal runterfallen lassen. So, doch. Nom, 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 nom. Alles klar. Jetzt nach da ist 23. Jetzt löschen wir nachher noch weg und dann ist gut. So. Also 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Das heißt, hier sollte jetzt, gehen wir mal schnell nach oben, um zu gucken, ob es wirklich so das Ende ist. Ja, sind 23. So. Das ist komplett durch. Da ist auch die Frage, wie weit können wir da gehen? So, jetzt sollte es auch langsam zu Ende sein, ne? Alles klar, der hat nur noch zwei. Gut, da hinten seht ihr, wie gesagt, den Weg vom Chunks Cube oder für den Chunks Cube. Und da werden wir dann in Zukunft unsere Chance nutzen. Der nimmt weniger gut oder nicht gut. Der nimmt, glaube ich, nur 5 Blöcke immer. Aber gut, bis jetzt gar nichts, ne? Also wenn wir überlegen, dass wir endlich den ganzen Mist selber per Hand hinsetzen müssten, dann ist das schon gut. Und jetzt können wir auch eine schöne Treppe nach oben bauen, denn und wie gesagt, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, hier endlich mal unsere Schmelze aufzubauen. Die habe ich schon vorbereitet. Dann werden wir eine Möglichkeit suchen, Strom hier unten herzukriegen. Und dann werden wir dort auch noch ein paar Sachen hinbauen. So, jetzt hoffe ich, ich habe das nicht zu tief gebaut. So, holen wir unsere Schmelze. In dem Fall habe ich die, wenn ich jetzt sind. Das brauchen wir, das brauchen wir. Das brauchen wir, das brauchen wir. Das brauchen wir nicht. Das ist ja gerade, ich muss es ein bisschen größer machen. Ich habe keine Brille aus. So, ich hoffe, ihr werdet nicht blind bei der Größe. So, ein bisschen größer gemacht, kann ich ein bisschen mehr sehen. So, wir haben versinkt. Wir haben den Schmelzaufguss, wir haben Schmelzkern, wir haben den Tank. Habe ich was vergessen? So, hier hinten ist unsere Lava-Produktion. Jetzt sollten wir auch mal sehen, dass wir da... Müsste man eigentlich von unten... Ja, das ist ja das Ding. So, da... So, da, blub. Jetzt muss ich die doch wieder wegbauen. So, eins,
habe jetzt auch nichts bei, damit ich sagen kann, wir bauen uns das. So, es sind vier, dürfen jetzt auf vier sein. Zack. Machen wir den da drin. Haben wir unten nämlich auch eine kleine Werkbank. Fackel der Rhinos sind alle mit runtergefallen, ne? Gut, oder auch nicht. Machen wir uns eine kleine Spitzhacke. Eins müsste nach oben hin schlafen. Zwei, drei, vier, nee, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hoffentlich hätte ich noch Steine dabei. So, achte. Zwei, drei, vier, fünf. Ach nee, das hier ist ja nicht mehr so. Eins, zwei, drei, vier. In die andere Richtung. Ich glaube, ich sollte erstmal schlafen gehen. Wenn wir noch vorsichtig hier hochgehen, noch ist es sehr heikel. Ich habe keinen Bock, die ganze Sachen neu zu machen. Hier oben werde ich dann in der Nähe. Willst du auch schlafen gehen, Hühnchen? Vielleicht in mein Häuschen bauen. Und wie gesagt, ich hoffe mal, dass wir zumindest die. Da drückt nicht auf zu regnen. Mann! Geht doch. Und dass wir zumindest die Schmelze den ersten Teil zusammengebaut kriegen, dass ich da noch gemacht habe. Das heißt, wir müssen jetzt ich baue die jetzt auch nicht wieder zu groß. Ich habe immer irgendwie die Angewohnheit, so ein Ding zu groß zu bauen. Auf Kapiston können wir verzichten, davon haben wir Massenware. Könnten wir endlich mal. Mal drei Felder dürfte reichen. Jetzt können wir den da wegnehmen. So, vorsichtig mal weggehen. Also dann nur das abbauen, genau. Was wir auch wirklich weg haben wollen. So, jetzt können wir den Wand nehmen und können uns schneller. Die werden nicht reichen. Definitiv nicht. Nur noch 8. 2. Man, wir können. Mal überlegen, den können wir. Nein. Ah, warum habe ich das auf die Sneaken-Taste gepackt? Gut. Egal. Müssten noch welche da haben. Wenigstens hätte ich nur ein 3x3 Feld genommen. Ich denke, die Frage ist, ob die reichen werden. Sonst müssen wir neue machen. Ich dachte, ich hätte das vorbereitet, aber nein. Das kriegen wir auf jeden Fall in der Folge noch hin.
Also bevor die Schmelze nicht zu Ende anfängt zu brennen, ist die Folge nicht zu Ende. Tut mir leid, aber es muss sein. Das wird trotzdem nicht reichen, also muss ich gleich mal Ton und so was machen. So, jetzt nichts drücken. No. Jetzt. Warum fällt der runter? Der fällt jetzt auch runter, ne? Ne, der geht ins Inventar. Läuft bei mir. So, jetzt muss mal gucken. Den brauchen wir hier auch nicht. Den können wir auch so einen hinsetzen. Und der fällt natürlich wieder runter. Aber den brauchen wir auch nicht. Habe ich da einen Fehler gesehen? Habe ich. Weil die hätte ich gar nicht wegnehmen dürfen. Die müssen doch bleiben. Gut, wir machen definitiv dann auf die Schnelle neue geschmelzte Steine. Oder verschmelzte Steine. So lange sollte es ja nicht dauern. Wie gesagt, wir müssen zumindest die Schmelze fertig kriegen. So, dann war das hier. Hier. Und dann können wir mal den Schmelzkern nämlich hier. Nee. Der Schmelzkern kann dann hier hin. So, und daneben kommt der Tank. Der Ausguss und so weiter ist eigentlich total irrelevant, wo der hinkommt. Den können wir erstmal hier ransetzen, damit es schon mal dran ist. Und dann kloppen wir den vor. Und dann hoffe ich, dass ich hier wirklich nichts falsch gemacht habe. So. Das kommt dann von oben. Oder von unten, das weiß ich noch nicht. Eine neue Lava-Produktion machen. Eigentlich wollte ich noch eine SRG-Mail oder so ähnlich machen von NIO. Aber gut. Müssen wir hinten ranstellen oder in der nächsten Folge machen. Wir machen jetzt erstmal Hamburino, brauchen wir definitiv. Das Ding kann ich nur nehmen, wenn ich einsende. Machen will. Diesen Wand. Okay. Wo kann ich den auf den Stein nicht benutzen? Will der Wand mich verarschen? Ich will doch nur die Schmelze fertig kriegen in der Teile.
Dann müssen wir noch 10.000 Mal machen. So was wäre dann schon für Streaming-Sachen perfekt. Also wie gesagt, stimmt ab in den Kommentaren. Wollt ihr einen Stream? Habe ich jetzt überhaupt einen Hammer bei? Hoffentlich reicht der noch. Ach, hier war bin ich unten. Warum habe ich beim letzten Mal noch was vergessen? Deshalb wollte ich diesmal auch nicht so hoch bauen. So, jetzt haben wir. Ein Stack. Eigentlich müssen wir uns die SAG-Mail zuerst bauen. Und so was sparen. Aber die Frage ist, wie kriegen wir auf das schnelles nötige Zeug ran. Also Eisen haben wir ja genug. Aber die Frage ist, wie kriegen wir Strom? Wir brauchen schon Bruchstein. Ich glaube, wir werden das mal wirklich verschieben und werden mal sehen, dass wir hier ich weiß gerade echt nicht, ich will das Ding eigentlich fertig kriegen. Wir brauchen Ton, für Ton brauchen wir Wasser und ein Eimer hat natürlich auch nicht mehr bei mir. Schon bei 34 Minuten. Ist nicht das, was ich wollte. Wo kann ich? Hier? Ja, kann ich. Nicht die Wasserquelle kaputt machen. Bin ich denn jetzt ein bisschen trottelig heute so? Zack. Zack. Platzen wir schnell nach oben. Den wollen wir haben. Stein.
Jetzt brauchen wir noch einen Ofen. Den kann man auch heiß bieten, allerdings kam ich auch da noch nicht zu ein, weil eigentlich wollte ich gar nicht so schnell vorankommen und habe viel gesiebt und so. Aber gut, wir kriegen das jetzt so oder so nicht mehr in dieser Folge. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. 30 Minuten sind nicht viel. wie gesagt, wenn ihr Bock habt, Livestream, einfach mal abstimmen, beziehungsweise in den Kommentaren schreiben. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye bye, ciao, ciao, ich bin Wahoos.